Hey, na? Guten Tag. Schöne Grüße aus dem Keller. Wir spielen heute Deep Rock Galactic Survivor und machen alle 19 Achievements voll. Key. So, ich freue mich drauf. Ich mache ein kleines Video zu diesem Spiel, was mir verdammt gut gefallen hat, bereits als es in der Demo rausgekommen ist, Ende letzten Jahres. Deep Rock Galactic Survivor, ein Autoshooter. Roguelite, ich weiß gar nicht, wie man es eigentlich nennt, à la Vampire Survivors. Das Vampire Survivors hat im Prinzip dieses Genre ins Leben gerufen, so könnte man es eigentlich sagen. Danach kamen ganz viele lustige Spiele wie Brotato, wie Halls of Torment, wie Death Must Die und eben jetzt auch Deep Rock Galactic Survivor. Und da springen wir gemeinschaftlich rein und zwar in diese Geschichte. Ihr seht schon, ich habe insgesamt 45,9 Stunden in diesem Spiel versenkt. Und ich habe 18 von 19 Errungenschaften. Immerhin. Das ist schon mal ganz geil. Und so sieht das Spiel aus. Das machen wir jetzt. Ganz gemütlich. Einfach mal, bis ich dieses letzte Achievement habe. Und das letzte Achievement, was mir noch fehlt, das gucken wir uns im Spiel an. Und zwar ist das folgender Milestone, den ich noch haben muss. Kann man den hier überhaupt sehen? Ich glaube ja. Ich muss 100 Mal ausweichen, also dodgen. Ich glaube, das kann man hier im Spiel gerade gar nicht irgendwo sehen. Das fehlt mir noch tatsächlich, um die 19 Achievements zumindest bei Steam voll zu machen. Ich habe mit den 46 Stunden in diesem Spiel schon einiges erreichen können, aber ich bin noch nicht durch. Das seht ihr jetzt hier auch unter anderem. Entschuldigung, das seht ihr hier auch unter anderem daran, dass ich hier zum Beispiel die schwierigste Schwierigkeitsstufe noch nicht erreicht habe. Hazard 5. Ich könnte sie anfangen, das mache ich gleich vielleicht mal. Als auch, ich habe hier sogar noch die letzte Schwierigkeitsstufe in den letzten zwei Levels noch nicht freigeschaltet. Aber was haben wir vor? Ich habe ein Ziel, das Achievement voll machen. Und das Achievement, was ich ma voll machen will, ist ausweichen. Da habe ich eine Theorie. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, noch nicht konkret. Aber dazu müssen wir in das zweite Level reingehen. Da gibt es so Lava-Gedöns. Und wir spielen dieses Spiel mit der Scout-Klasse. Warum? Die Scout-Klasse hat als Scout Recon folgenden Vorteil. Ihr lest es links unten. Plus 25% auf Dodge, also auf Ausweichen. Und das Ausweichen im Spiel funktioniert so, dass wenn man getroffen wird, hat man zu 25% die Chance, dass man ausweicht. Man kann nicht selber physisch ausweichen. Das habe ich wirklich lang und breit versucht. Daher, ey, mal gucken, ob es klappt. Ich habe nicht nachgeguckt, ob das geht oder nicht. Ich will es einfach mal direkt ausprobieren. Wenn es klappt, dann lache ich mir den Arsch weg. Wenn nicht, dann eben nicht. Springen wir direkt einfach rein. Also. Ach ja, es ist ein wirklich eines der Spiele, die für meinen Spielstil, so den ich jetzt gerade pflege, wirklich verdammt gut passt. So, was machen wir? Erstmal die Waffen hoch. Das sind kleine Runden, die man spielen kann. Das hat jetzt auch sehr gut geklappt. Was ist gerade passiert? Ich werde es ein bisschen kommentieren, damit ihr ein bisschen Ahnung habt, wenn ihr denn dieses Spiel noch nie gesehen habt. Also, wir haben unseren kleinen Scout hier. Wir sind unter Tage. Auf der linken Seite seht ihr diese fünf Punkte. Das sind die verschiedenen Ebenen, auf die man kommen muss. Am Ende wartet ein großer Dreadnought, also ein Endboss, der leider immer auch der gleiche ist. So eine kleine Kritik am Spiel. Bestenfalls sehen wir den aber natürlich auch noch in diesem Run. Und mit jedem Levelaufstieg, das sind diese blauen Kristalle, die ihr auf dem Boden seht, wenn man natürlich irgendwelche Gegner hier platt macht, kann man sich zwischen drei verschiedenen Perks was aussuchen. Waffen-Upgrades oder halt irgendwelche Sachen wie zum Beispiel mehr Health oder nicht. So, und was habe ich vor? Ich versuche jetzt parallel zu leveln und ihr seht diese Lava-Punkte hier unten, ne? Also, wenn man durch die Lava geht, nimmt man Schaden, wie ihr gerade gesehen habt. Da habe ich Schaden genommen. Aber manchmal. Oh, was mache ich jetzt hier? Oh. Entschuldigung. Experimental Plasma Charger. Den kenne ich noch nicht. Den nehme ich jetzt. Und ihr seht da links oben, habt ihr so ein kleines Icon gesehen. Wenn man das Spiel noch nicht komplett freigespielt habt und eine neue Waffe bekommt, muss man die erst auf Level 12 bringen. Erst dann schaltet man einen sogenannten Overlocked-Modus frei. Und dann kann man ab Stufe 6, 12 und 18. Da! Habt ihr gesehen? Dodgen? Das ist das, was ich ausprobieren will. Und das muss ich 100 Mal machen. Das heißt, immer wenn man hier reingeht, verliere ich nur zwei Leben. Da, Dodge. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte.
Das heißt, eigentlich müsste ich nur stehen bleiben und 100 Mal dodgen. Das ist das, was ich versuche. Das ist super smart, oder? Mal gucken, ob es klappt. Deswegen habe ich auch nur Hazard 2 gespielt, damit ich nicht so viel Schaden sozusagen von Gegnertypen abkriege. Mal gucken, ich bin gespannt. Diese Dinger, die möchte ich aber freischalten, weil es gibt ein Artefakt. Wenn ich Glück habe, kriege ich es sogar. Das... schade. Ist es nicht. Es gibt ein Artefakt, was mir das Dodgen sogar nochmal erhöht. Das suche ich eigentlich, aber habe ich nicht. Was mache ich jetzt? Ich gehe auf Schaden. Es gibt Gold und es gibt Nitra. Das sind die beiden Hauptressourcen in diesem Spiel. Und das suche ich parallel die ganze Zeit, damit ich bestenfalls bessere Upgrades machen kann. Zeige ich euch gleich auch noch, wenn ihr dieses Spiel nicht kennt. Ansonsten, wenn ihr es kennt, wisst ihr eh alles. Dann seid einfach dabei, wie ich versuche, hier die 100% voll zu machen. Das ist dieses Overclocking. Das bedeutet, eine der Guns, die ich habe, hat jetzt einen besseren allgemeinen Perk. Also ist stärker. Und diese großen Explosionen, das sind diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Gegner. Die platzen einfach, wenn man näher rankommt. Und wenn man nicht aufpasst, dann nimmt man extrem viel Schaden. Und ich bin jetzt schon am Ende des Levels angekommen. Wenn ich diesen Elite-Dude da oben platt mache, dann kommt sozusagen meine Rettungskapsel. Und ich habe 30 Sekunden Zeit, das Level zu verlassen. Das möchte ich aber gerade gar nicht, weil ich will ja eigentlich noch versuchen, hier zu dodgen. Da, dodge, dodge, sehr gut. Dodge, wunderbar. Und ich werde parallel versuchen, so viele Ressourcen wie möglich natürlich noch zu kriegen. Aha, mal gucken, ob ich es hinkriege. Also ich muss jetzt eigentlich, muss ich wirklich jeden Lava-Sumpf hier mitnehmen. Muss man gerade bei mir leiser stellen. Hui, große Explosion. Damit ich irgendwann auf 100 Dodges komme. Es wird leider auch nicht angezeigt, wie oft man gedodged ist. Soweit ich weiß. Ey, wenn das klappt, dann lache ich aber. Und ihr seht, ah, Mist. Na, noch lebt er. Der Boss, da unten seht ihr den. Wenn der platt ist, dann... Na, jetzt ist er platt. Sammeln wir hier nochmal die ganzen Sachen ein. Legendary kann ich nicht liegen lassen. Und ihr seht oben den großen Counter, Get to the Drop Pod. Da muss ich natürlich hin. Aber ich werde hier noch ein bisschen Zeit verbringen. Es wäre sinnvoll... 10 Sekunden. Wenn man diesen Drop Pod nicht kriegt, dann hat man verloren. Leider. Mal gucken. Also, 13 Level habe ich insgesamt eine Waffe auf 8 und auf 4. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt... Ja, mache ich das mal hier. Ich skill jetzt alles auf Gesundheit, wenn ich das denn finde. Ich habe gerade wenig Gold und wenig Nitra gesammelt. Ansonsten hätte ich gesagt... Kann man da noch ein bisschen mehr Geld ausgeben? Immer zwischen den Levels sozusagen. Jetzt muss ich mal ein bisschen leiser machen. Meine Ohren, so ist besser. Alles klar. Es gibt immer so eine kleine Level Quest. Rechts oben seht ihr das. Collect a Bolo Cap. Das sind Pilze, die ich einsammeln muss. Und das ist ziemlich gut. Wenn man das schafft, kriegt man, glaube ich, plus 30 Gold. Also das ist sehr, sehr gut. Und Erfahrungspunkte, das versuche ich jetzt parallel noch hinzukriegen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, ob euch dieses Spielprinzip auch so gut gefällt, wie sehr, sehr vielen Leuten da draußen. Ich habe gestern habe ich auch nochmal so eine Nachricht gesehen, dass die Brock Galactic Survivor tatsächlich jetzt die gleiche Anzahl an gleichzeitigen Spielern auf Steam erreicht hat, wie sozusagen das Originalspiel, das große Deep Rock Galactic. Was ich nie gespielt habe, aber hab ich eigentlich auch mal Bock drauf gehabt. Ich versuche natürlich nur in der Lava Schaden zu nehmen, weil der Schaden von irgendwelchen Bugs ist deutlich höher, als wenn man in der Lava steht. In der Lava gibt es nur zwei Schaden, die man nimmt.
Und ich versuche parallel natürlich so viele XP aufzusammeln wie möglich, während ich aber gleichzeitig auch durch das Level rushe und renne. Hier ist noch ein Nitra, das ist sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich jetzt schon gedodged bin. Muss natürlich immer wieder auf meine Health-Anzeige achten, dass ich jetzt nicht zu viele Schaden nehme. Aber ihr seht es, ne? Dodge, es scheint zu funktionieren. Das heißt, wenn ich irgendwo länger im Lava-Bereich rumstehe... Geht zu hart. Dann müsste es eigentlich hinhauen mit dem letzten Achievement. Und wenn das klappt, dann wäre das echt Quatsch, weil ich habe lange, lange versucht, einfach auszuweichen, bis ich gerallt habe, dass es wahrscheinlich gar nicht am Spiel selber liegt, sondern wirklich nur an der Wahrscheinlichkeit, wenn man Schaden nimmt, dass man dann zu 25% mit dieser Charakterklasse einfach dodged. Mehr ist es dann auch wahrscheinlich nicht. So. Links oben habt ihr die Minimap, dort seht ihr so kleine weiße Punkte, da werden mir angezeigt, wo Ressourcen liegen oder wo diese Pilze in dem Fall liegen. Die habe ich mir jetzt auch gemobst, das heißt, das habe ich geschafft. Und hier nehme ich ein Upgrade, was zwei Waffenlevel hochgeht, das ist sehr gut. Na, auch da nochmal nicht vergessen, ich versuche ja auf Level 12 mit dieser Waffe zu kommen, damit ich dann in einer nächsten späteren Spielrunde auch das Overclocking dieser Waffe freigeschaltet habe. Und das Overclocken macht Spaß, weil wenn man Level 18 mit einer Waffe erreicht hat, dann geht's ab. Eigentlich mit jeder Waffe. Und das macht es dann auch irgendwie so interessant zu gucken, okay, was machen denn die Waffen eigentlich mit den jeweiligen Upgrades natürlich. Wie Schaden machen die, welchen Modi haben die dann. Und das ist schon, macht sehr viel Spaß. So, diese kleinen Lootboxen nehme ich auch noch mit, gehe nochmal ein bisschen in die Lava rein. Dodge noch ein bisschen. Der Elite-Slasher ist bereits draußen, also auch da wieder die Info. Jedes Level sozusagen hat immer einen Level-Boss und sobald der vernichtet ist, geht es weiter in die nächste Runde. Deswegen versuche ich jetzt eigentlich nur wegzukommen von ihm, um einfach nochmal so ein bisschen zu dodgen. Es wäre lustig, wenn ich das direkt in der ersten Runde schaffe, weil ich habe mir das vorgenommen, es auszuprobieren. Und da habe ich gedacht, warum mache ich nicht einfach ein Video draus? Haben wir ja noch kein Let's Play zu, ne? Zu diesem wunderbaren Titel. Ich versuche es, komm schon, ein bisschen dodgen, ein bisschen abwarten. Und ich glaube, das Achievement müsste halt auch gehen in dieser, ich sag mal, leichteren Schwierigkeitsstufe. Also nicht auf Hazard 3 oder 4, wo ich schon Zugang hätte. Jetzt muss ich wieder weg. Und... Nein! Zu spät. Ach, das ist das doof. Guck mal, da habe ich jetzt mich verquatscht, weil ich wollte eigentlich noch das Upgrade freischalten, weil es gibt ein Artefakt, ouch, was mir eventuell ermöglicht, noch mehr zu dodgen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich schaff's noch. Ich darf nur nicht zu greedy sein. 15 Sekunden noch, komm schon. Zack. Und, hab ich's? Yes, increase your dodge chance. Sehr gut, perfekt, das wollte ich haben. Jetzt muss ich nur noch zum Droppod kommen rechtzeitig. Autsch. Okay, das könnte doch... Könnte was werden. Na, Level 2 von 3. Mal gucken. Ich bin gespannt. So, Plasma. Das sieht doch gut aus. Nehme ich. Das nehme ich. Das ist super. Also 3 Level hoch. Und dann nehme ich nochmal... Increase all Plasma Damage. Das sieht auch gut aus. So, ich habe jetzt noch genug Nitra, um hier reinzugehen. Was haben wir denn hier? Ich nehme mal Reload Speed. Ich glaube, das ist mir lieber. Bop. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Zack. Ab ins dritte Level. Und mal gucken. Schaden genommen. Schaden genommen. Dodgen. Ich darf dieses Ziel nicht außer Acht verlieren. Ah, da steht's doch. Dodge 100 times during a dive. Rechts oben seht ihr es. 53 von 100. Also ich habe noch ein paar vor mir. Aber natürlich muss ich da auf meine Gesundheit achten. Deswegen werde ich jetzt mich auch halbwegs durch dieses Level bewegen. Ich hätte es auch mitzielen können, ne? Wahrscheinlich kann ich vielleicht auch gleich mal Pause machen. Gucken, ob das irgendwo angezeigt wird. Und wieder gedodged. Sieht das hier? Steht das hier irgendwo? Nee. Oder? Ich guck gerade, ob man es vielleicht doch irgendwo sehen kann. Hier sieht man es leider nicht. Nee. Dann nicht.
Dann muss ich so weitermachen. Ey, wenn das klappt, das wäre so doof. Aber naja, er zielt ja scheinbar mit. Also es wird klappen. Ich muss nur noch 20, 30, 40 Mal machen. Je nachdem, wie oft ich das gemacht habe jetzt schon. Und dann habe ich alle Achievements. Ach, schön. Das wäre doch schön. Trotzdem aufpassen, dass ich jetzt nicht zu greedy werde. Ah, ich hätte Help nehmen sollen. Waffenlevel hoch, Waffenlevel hoch. Da ist ein Pilz. Den nehme ich noch. Das ist sehr befriedigend, wenn diese Explosive Bugs explodieren. Und man kann das auch gut ausnutzen. Also sollte man auch tatsächlich. Wenn die in der Nähe sind, wenn man sozusagen kurz andeutet, in die Nähe kommt und dann abhaut, dann kann man den Explosionsschaden, den AOE, den die machen, einfach gerne mitnutzen. So, was haben wir? Continuous Drains 10 Gold. Ne, das ist doof. Plus 30% Critical Chance und 100% Critical Damage. Mach ich. Und dann hole ich mir jetzt noch die Health hier ab. Die auf HP. Was sinnvoll ist für das, was ich vorhabe. Eieieiei. Und dann gucke ich nochmal, dass ich nochmal ein bisschen dodge hier, ne? Oh, wäre das lustig. Komm schon. Eigentlich will ich nur das Achievement voll machen. Oh. Ab durch die Mitte. Habe ich irgendwo noch eine Plasma? Unten seht ihr übrigens diese Punkte, die sich verschieben. Das seht ihr unten an der Waffe. Das zeigt die verschiedenen Gemeinsamkeiten von Waffen an. Also diese Waffe ist ganz praktisch. Ich nehme die jetzt auch einfach, weil jetzt habe ich sozusagen das Gegenstück zu meiner Stabwaffe. Jetzt schieße ich automatisch in alle 8 Wege. Das ist ganz praktisch. So, jetzt Fire Rate nehme ich und ich kommentiere das jetzt gerade mal nicht alles. Ich hoffe, ihr habt das Spiel einigermaßen auf dem Schirm. So, ich versuche weiter zu dodgen. Irgendwann muss es doch soweit sein, Leute. Wie oft denn noch? Oh, oh, Elite ist da. Das heißt, ich versuche jetzt gerade noch meine Pilze zu sammeln. Und vielleicht noch die ein oder andere Ressource abzufarmen. Dodge, 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 dodge. Okay. Das eine Objective habe ich geschafft. Also ich habe alle Pilze gesammelt. Das ist gut. Dieses Nitrous schnabbeliere ich mir noch für die nächste Runde. Movement Speed brauche ich gerade nicht. Ah! Health brauche ich. Und Gold brauche ich. Also irgendwann müsste ich... Oh nein, schon. Na, schaffe ich's? Irgendwann müsste ich 100 voll haben. Es kann nicht mehr so weit sein, eigentlich. Dodge, dodge, dodge. Und ab zum Droppod. Autsch. Einmal noch hier XP mitnehmen. Und heu, bitte nicht greedy werden. 10 Sekunden. Nein, ich muss, nein! Bitte nicht. Es ist so weit weg. Ich schaff's nicht mehr. Ah, ich Idiot. Ich hab's verkackt. Oh, ich war zu greedy. Wie dumm. Wirklich, wie dumm. Wie hatte ich denn jetzt? Wie oft bin ich gedodged? Kann ich das sehen? Ach, Mann. Ja, muss ich nochmal ran. Geht nicht anders. Ja, das ist die Brock Galactic Survivor. Wenn du zu greedy bist, spürst du es sofort. Naja, gut. Ich habe gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Machen wir also neuer Start, neuer Versuch. Mann. Ich habe sogar das richtige Artefakt gehabt und ich habe es nicht ausgenutzt. Da seht ihr es rechts oben. Dodge 100 times during a dive. Das mache ich jetzt. Und ich konzentriere mich auch einfach nur darauf, nicht auf andere Sachen. So.
Naja, vielleicht auch ein bisschen. Mann, ey, das war unnötig. Ich glaube, ich war fast fertig. War wirklich unnötig gerade. Naja, es ist ein fantastisches Spiel. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Wenn ihr möchtet, schreibt doch gerne einen Kommentar, ob euch so ein Spiel, vielleicht auch mit Achievements, ob euch das auch Spaß macht. Also mit einem klaren Ziel. Bin ein bisschen am Nachdenken, was für Let's Plays ich sozusagen bringen kann. Ich habe gerade ein bisschen Power zu Hause hier, endlich nach langer Zeit. Habe ich einen Rechner, der performant genug ist, dass ich auch wieder, sagen wir, back to the roots in das Gaming komme, so wie ich auch aufgewachsen bin. Also viel Modden, viel PC. Und da genieße ich gerade ganz viel. Teste jetzt gerade zum Beispiel Elden Ring nochmal mit Mods aus. Also hauptsächlich Grafikmods und Texture Packs. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Da wieder reinzulumsen in diese PC-Welt. Was ich lange nicht gemacht habe. So, Cold Damage ist gut. Nehmen wir die mal mit. Nochmal hier so ein bisschen abdodgen. So. Ist ganz geil, der Scout, diese Klasse, kriegt immer so einen kleinen Buff für, ich weiß gar nicht, 5 Sekunden, wenn man gedodged ist. Oder 10 Sekunden sogar. Ne, 5 Sekunden waren es, glaube ich. Man wird ein bisschen schneller. Das ist cool, macht Spaß. Wenn man sozusagen eh am Dodgen ist, dann kriegt man diesen netten geilen Buff. Und ist dann einfach kurzweilig schneller. So, mal gucken, ob wir dieses Artefakt wiederkriegen. Oder diesen. Das ist kein Artefakt, sondern. Upgrade. Na komm, Dodgy Dodge. Nein, schade. Dann nehme ich das Artefakt. Für 5 Gold gibt es 1% mehr Damage. Also habe ich jetzt gerade 6% mehr Damage, weil ich aktuell 30 Gold habe. Das ist nicht so viel. Aber so ist es. 4 Pilze fehlen mir auch noch. Die muss ich auch noch erreichen. Und natürlich mein persönliches Ziel, so viel dodgen wie möglich, so viel ausweichen wie möglich. Ha, hat geklappt. So. Ist ganz lustig, wenn man das Ziel hat, auszuweichen, dann nimmt man einfach auch jede Lava mit. Normalerweise macht man das ja nicht. So, ihr seht auch die Startwaffe von der Charakterklasse. Der schießt in 4 Richtungen. Die Waffe, die ich habe. Jede Startklasse hat eine andere. Jeder Charakter hat eine andere Startwaffe, so muss man sagen. Und das macht es auch aus, dieses Spiel. Ne? Also das heißt, die Kombination der Waffen natürlich, je nachdem, wie man die dann im weiteren Verlauf overclockt. Also, was kann ich das deutsche Wort von overclocken? Über... Wie heißt das nochmal? Ich horse. Nehmen Health, weil Health brauche ich. Ein Pilz fehlt mir noch. Da ist der Pilz, den sammle ich jetzt ein. Bam! Geschafft. Und jetzt dodge ich noch ein bisschen. Hier ist wieder der Endboss des Levels. Der ist nicht so stark, deswegen hole ich mir doch noch ein bisschen Gold. Na komm. Autsch, das tut weh. Habe ich hier irgendwo noch ein bisschen Gold? Da ist Nitro. Nitro ist sehr gut. Autsch, das tat richtig weh. Ihr seht, unten habe ich ordentlich Damage gekriegt. Das war nicht so smart, aber weiter unten habe ich nur noch Gesundheit gesehen. Die mobs ich mir dann noch schnell. Ich gehe auch, was die Perks angeht, erstmal weiter auf HP, damit ich mir meinen persönliches Ziel auch erleichtere. Und noch eine Menge Gold, das ist gut. Das fahre ich auch noch. Ich glaube, meine Lieblingscharakterklasse, die die nennt sich Driller. Das macht sehr viel Spaß damit, weil der, da kann man echt fast die gesamte Map abfarmen. Und es gibt so geile Artefakte, womit man, wenn man Stein wegmeint, auch noch XP kriegt oder Gold findet oder Nitra findet. Und so kann man seinen Charakter voll hochballern. Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft gespielt habe. Ein paar XP einsammeln.
geht hier noch. Und ab die Post. Mal gucken. Oh, ho, ho. Also jetzt nicht ganz so viel geschafft, wie zum Beispiel auch im ersten Run. Aber wir gucken mal. Bleibt bei mir, wenn ihr wissen wollt, ob es klappt. So, Kälte habe ich ein Upgrade gekriegt. Das kann ich mir alles nicht leisten. Mining Speed nehme ich mit. Critical Chance, das nehme ich mit. Und jetzt kann ich noch ein Waffenlevel mitnehmen. Zack, weiter geht's. So, mal gucken. Jetzt müsst ihr mir eigentlich wieder anzeigen, da 22 Mal. Okay, ich muss deutlich mehr dodgen, damit ich mein Ziel erreiche. Ich versuche mal mitzuzählen. 24. Ach, so ein Quatsch, ey. Ich hatte doch alles. Ich hatte doch dieses Artefakt auch noch das Richtige. Mann. 25. 26. 27. Big swarm detected. Buggerman, get ready. Oh Mann, ey. Autsch. 28. Eigentlich ganz lustig so zu spielen, also wirklich mal bewusst Schaden in Kauf zu nehmen. 29, 30. 31. 32. Geh weiter. Und versuche parallel noch die Level-Quest zu erreichen. More Kite muss ich abbauen. 30, 20 Stück insgesamt. Das andere, das nehme ich auch noch mit. Geschafft, sehr gut. Und ich sehe einen Magneten, den will ich. Sehr hilfreich, danke sehr. Pump die Waffe höher. Und wieder diesen Plasma-Charger. Mal gucken, ob ich den jetzt auf 12 kriege. Ich voll Horst, echt. Und ihr habt es gesehen, das Supply kommt runter, beziehungsweise will runterkommen. Ich muss nur richtig. Also ich muss sozusagen die Landefläche frei machen. In dem Fall ist es sogar frei. Das ist ganz angenehm. Ich glaube, das macht mir auch so unglaublich viel Spaß im Vergleich zu den anderen Spielen dieser Art, sag ich mal. Dass man eben dieses Mining-Element noch mit drin hat. Das macht super viel Spaß. Das ist irgendwie interessant. Man kann sich dadurch eigene Wege frei machen. Das ist schon cool. So, ich würde sagen 33 jetzt ungefähr dodgen. Irgendwo um die 33 sind wir und... Nein, schade. Ich nehme dieses Artefakt, 70 Max Health und 2 Life Regen. Das ist praktisch für das, was ich vorhabe. Na los, dodge nochmal. Hallo. Da ist ein Dodge. Und erstmal XP einsammeln. So, weiter geht's. Und ich bewege mich durch die Karte, um vielleicht finde ich ja noch irgendwo Gold. Dodge. Ich sag mal 34. Einmal warte ich noch. Nee. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Und ich gehe da unten, sehe ich auf der Minimap noch Ressourcen, die sammeln. Ah, schade. Smorkite brauche ich tatsächlich nicht, leider. Das kann man wirklich so auch nicht irgendwie noch anders benutzen. 41.
Dann habe ich hier das Health nochmal. Das muss ich natürlich so weit oben halten wie möglich. So, jetzt nicht wieder greedy werden. Das ist wirklich der Greedy Simulator, dieses Spiel. Ach, Mann. Und wieder greedy, ne? Erst noch schnell die hier mitnehmen. 15 Sekunden schaffe ich aber nicht mal. Das schaffe ich dieses Mal. Dieses Mal bin ich brav. So. Und rein. Zack. Naja. Wenig Ressourcen gesammelt, aber dafür bin ich einigermaßen abgedodged. So, was nehmen wir? Rare 2. Plus nehme ich das. Ein Overclock. Dann nehme ich noch Armor. Macht Sinn. Ja, macht Sinn für das, was wir hier vorhaben. Dann nehme ich nochmal das hier. Und bin mit auf Stufe 6 mit den Drohnen. Die Drohnen explodieren, anstatt zurückzukommen. Oder sie patrouillieren mich in meinem persönlichen Space. Ich glaube, die Explosion finde ich cooler. Und ich nehme XP Gain. So, zack. Weiter geht's. Das Geld, also Nitra, das ist die rote Einheit, oder die, das Gold, was man nicht ausgibt, nimmt man in die nächste Runde mit. Das ist ganz angenehm. Es gibt auch geile Artefakte, die eine unmittelbare Auswirkung auf euren, auf eure Ressourcen hat. So, 48 von 100 sehe ich gerade. Dodgen. 49. Da kommt 50. Jetzt bewege ich mich weiter. Also, Hälfte habe ich geschafft. Jetzt wieder Konzentration auf 51, 52. 53, 54, weiter. Oh, ey, ich will das schaffen. Das ist, also es scheint ja zu gehen. Also das Spiel nimmt ja sozusagen meine Dodging-Versuche wahr. Es fühlt sich so ein bisschen wie Cheaten an irgendwie, aber ist es ja nicht. Ich mache ja nichts Verbotenes in dem Sinne. Uiuiui. Ei, vorsichtiger. Sag ich jetzt mal. So, welche Waffe nehme ich jetzt? Eine Waffe, die hinter mich schließt. So, und jetzt mal gucken, ob ich vielleicht jetzt das Artefakt kriege, bitte. Das wäre cool. Bitte einmal mir helfen. Dodgy Dodge? Nein, schade. Knockback, langweilig. Increase your critical chance by 0.5% for every natural you have. Das ist gut. Das heißt, ich habe eine erhöhte Chance, kritischen Schaden zu machen. Kritisch. Nein! So, ich würde sagen, ich bin bei 58 jetzt ungefähr. Na komm, dodge nochmal. Ach Mann. Dodgen, hallo? Autsch. Das ist erwischt leider. Einmal Health nachziehen, das ist gut. Okay. Ich habe auch in dem Fall noch gar nicht Mock halt abgebaut. Das seht ihr rechts oben wieder. Das heißt, für dieses Level, die Level-Quest, wenn man so möchte, deswegen suche ich das auch nochmal schnell. Diese anderen Mineralien, die ihr rumfliegen seht, diese komischen Monolithen, die kann man auch abbauen und die sind gut für permanente Upgrades. Da kann man auch rein investieren, selbstverständlich. Ansonsten ist, ich liebe dieses, einfach dieses Geschicklichkeit und man kann parallel wirklich eigentlich den Kopf ausmachen. Ich liebe dieses Spielprinzip so sehr.
Ich bin auch schon ein paar Mal dabei eingeschlafen, muss ich gestehen. Obwohl so viel auf dem Bildschirm passiert, man kommt so schnell in diesen Flow-Modus rein. Super. Weil man eben eigentlich nicht groß nachdenken muss. Man muss einfach reagieren. Und kombinieren maximal. Aber das war's dann einfach schon. Also das ist herrlich. Einfach nur herrlich. So, ich dodge hier ein bisschen weiter. Wir sind im dritten von 5 Leveln. Natürlich wird es immer schwieriger. Hier ist noch ein bisschen Gesundheit. Die Mobs mir rechts sehe ich auch noch Ressourcen. Und vielleicht kriege ich das Levelziel sogar noch hin. Da ist Morkheit. Wie gesagt, ach scheiße, schaffe ich nicht mehr. Ihr habt es gesehen, ich habe oben sozusagen den Level-Boss schon geknackt. Deswegen ist der Drop-Pot jetzt auch da. Deswegen jetzt nicht zu greedy werden. 20 Sekunden. Und einmal in Richtung Drop-Pot. Vielleicht schaffe ich es doch. Nicht zu greedy. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, nein, ich hab's geschafft. Es ist immer ein bisschen unbefriedigend zu gehen, wenn du um dich herum so viel XP rumfliegen siehst. Es ist schade. Eigentlich willst du das nicht. Eigentlich will man dann nicht fliegen. So, was machen wir? Was sehen wir? Oh, 60 Level Pickup. Das nehmen wir doch. Und mehr kann ich mir aktuell nicht leisten. So, mal gucken. Rechts müsste sie stehen. Upgrade, Experimental Plasma auf 12 geschafft. Das ist gut. Und 72 von 100. 73, 74. Oh, 75. 76. Einen noch. Na komm. Hallo? Jetzt nehme ich nur Schaden. Wir sind da. 77. Okay, 77. Dann gucken wir doch mal weiter. Dass wir hier wieder ein bisschen Gold sammeln und ein bisschen Pilze. 78, 79, 80, 81, 82. Hier. Das wird die auf Level 18 bringen. Ich glaube, ich bin nicht mehr weit weg. Also irgendwo bei paar 80 bin ich. Ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt. Ich würde sagen 89. Ja. Na komm. 90 sage ich jetzt mal. 91. 92. 93. Einmal kurz hier wieder ein bisschen farmen. Speed ist gut. Vierundneunzig. Na komm. 96? Oh, spannend. 97? Glaube ich, weiß ich nicht. 98. Ah je, aber ihr seht schon, wie viele Bugs gerade hier überall unterwegs sind. 98, habe ich gerade nochmal gesehen. 99. Na komm schon. 100? Nee, noch nicht. Du warst doch nicht 100. Das hat es angezeigt. Ach, ich bin aufgeregt. Und Dodgy Dodge? Nee. Increase the healing granted on level. Das ist. Ist ja nicht wurscht. Nehme ich dann doch mal Movement Speed. So, jetzt sammle ich noch die Pilze ein und dann versuche ich noch parallel zu dodgen.
Mal gucken. Oh, ein Magnet. Das ist ja fantastisch. Und erstmal alles auf Waffen-Upgrades. So, sehr gut. Meine erste Waffe, die Zukov, ist jetzt auf Level 18. Und ich habe freigeschaltet Death Spiral. Das heißt, der Schuss dreht sich jetzt im Kreis. Das ist ziemlich angenehm. Und hat schon einen Kälteschaden noch drauf. Das ist sehr, sehr angenehm. So. Mal gucken. 6 von 12 Pilzen habe ich erst. Das ist zu wenig. Und ich bin wieder gedodged. Da habe ich mich aber noch grob verzählt. Und nochmal. Ich müsste jetzt aber so langsam, müsste ich eigentlich die 100 voll haben, oder nicht? Muss man bitte die 100 voll machen, die dodgen? Hallo? Jetzt? Einmal dodgen noch. Ja, warte mal. Das abhauen, damit ich den Endboss hier nicht knapp mache. Ich brauche noch 5 Pilze. 1. 2. Da sind noch 2 weitere Pilze. Und noch einen letzten Pilz. Nein! Da ist er. Da ist noch ein Pilz. Den brauche ich noch. Pilz gekriegt. Sehr gut. Und noch einmal das Feuer. Und noch einmal dodgen, bitte. Na komm. Ja, Digga. Da. Sag mal. Und rein. Sicher, sicher. Ah! Mal gucken. Get to the drop pod. So, dann schalte ich mal. Ah, kann ich mir nicht mehr leisten, schade. Dann nehme ich mal Critical Chance. Und setze die auf 12. Eine extra Drohne ist immer nett. Max HP. So. So. Ich würde gerne. Sieh dreimal noch zu 1. Dann komm. Komm schon. 2. Und letzten noch. Juhu! Da unten seht ihr es. Geschmeidig wie Buddha. Nice. Haha. So, jetzt nicht wieder greedy werden. Jetzt muss ich es nur noch beenden. Jetzt nicht, nicht kacke sein. Ist ein komischer Weg, das zu machen. Gebe ich jetzt mit, ne? Also auf Hazard 2 ist es jetzt auch nicht mehr so schwer. Aber ist ja auch okay. Kann man machen, finde ich. Auf der Achievement-Jagd ist das vollkommen in Ordnung, finde ich. Geil. Alle geschafft. Super. Jetzt muss ich eigentlich nur noch alle restlichen Schwierigkeitsstufen haben und. Das ist eines der Spiele, die ich wirklich gerne auf 100 spiele. Also, ich weiß, kann nicht erklären, warum. Bin ja nicht so der Story-Spieler. In dem Fall mag ich das gerne. Sachen freischalten. Knaller! Achievement unlocked! Jetzt habe ich alle durch. Wunderbar. Ich kann dieses Spiel wirklich empfehlen. Also für Leute, die weniger Lust haben, irgendwie sich komplett in Welten zu verlieren, in dem Fall vielleicht auch einfach nur ein bisschen Geschicklichkeit oder einfach mal so für einen Abend zu zocken, ist das super. Ein Kumpel von mir spielt das auch auf dem Steam Deck. Ist auch wirklich ein sehr gutes Spiel, um es auf dem Steam Deck zu spielen, finde ich. Ich spiele es jetzt hier auf dem PC, das ist einfach wahnsinnig gut. Soweit ich weiß, ist das auch PC-only. Das gibt es ja nicht auf der Konsole. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht noch irgendwann einen Port kriegt, weil es ist zu convenient, dieses Spiel. Also so angenehm. Das wird es auch auf anderen Plattformen schaffen. Bin mir ziemlich sicher. Warum auch immer. Es ist noch nicht auf den Plattformen ist. So, jetzt aber trotzdem nicht zu greedy werden. Noch einigermaßen konzentriert bleiben. Aber ich habe es vorhin schon erklärt, warum mir dieses Spiel so gut gefällt, ist tatsächlich, dass man dabei so, ich sag mal, relativ kopflos agieren kann.
Und das ist jetzt zum Beispiel ganz nett. Ihr seht, dass dieser Drop-Pod genau bei diesem großen Labending ist. Da ist der Dreadnought drin, also der Endboss. Ich mache das jetzt hier schon mal frei. Der Endboss, der kommt erst dann raus, wenn man alle anderen Larven kaputt gemacht hat. Und das mache ich jetzt. Und dann laufe ich da unten hin. Und dann lasse ich den Drop-Pod auf ihn drauf knallen. That's the plan. So, jetzt muss ich nur noch gucken, wo die anderen... ja, die anderen kleineren Gegner sind. Wenn der platt ist, den muss ich jetzt einmal in die Richtung ziehen. Und ihr seht schon, ich schnetzel hier gerade wirklich sehr angenehm durch. Ne? Sehr befriedigend ist das. So, und jetzt ist der letzte offen. Und jetzt... Jetzt. Hey! Warum ist er nicht explodiert? Bin ich jetzt ein bisschen traurig. Hauptkritik an dem Spiel ist tatsächlich, dass der Dreadnought immer gleich ist. Obwohl es drei verschiedene Level gibt. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen Varianz mit reinbringen können. Aber wer weiß. Also ich wünsche mir für dieses Spiel auf jeden Fall noch weitere Level und weitere Gegner. Weitere Kombinationsmöglichkeiten. Aber wer weiß. Ihr seht, ich mache den gerade relativ problemfrei. Platz, zack, fertig. Jetzt nur noch zum Drop-Pod. Juhu! Cool, geschafft. Ich hab's geschafft. Ich freue mich sehr. Und auch noch ein Overclock. Unlocked. Fantastisch. New Artifact. Unlocked can be found during a dive. Armor Grease. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich mehr Armor. Und da steht es auch nochmal. Schwarz auf weiß. Dodge 100 times during a dive. Und wir gucken nochmal. Da ist es. Sie haben alle Errungenschaften freigeschaltet. Schön. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon hier drin bin. Wahrscheinlich ist das Video schon wieder viel zu lang, aber ist egal. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, diese kleine Runde. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, wenn ihr einfach, ich weiß nicht, dann schreibt doch mal drunter. Ansonsten soll es das jetzt gewesen sein. Eine ganz klare Empfehlung für das Spiel Deep Rock Galactic Survivor. Es macht sehr viel Spaß und kostet auch nicht so viel. Soweit ich weiß, kostet es auf Steam 8 Euro, meine ich, 7,99, vielleicht auch 8,99, I don't know. Könnt ihr mal gerne abchecken. Und wer es einfach noch nicht gespielt hat, ich finde es sehr spaßig. Und jetzt habe ich alle Achievements unlocked. So, das war's von meiner Seite aus mit diesem kleinen, gemütlichen Let's Play zu Deep Rock Galactic Survivor. Schreibt mir doch gerne, lese ich mir durch, ob ihr sowas auch dann gerne guckt. Wenn nicht, dann nicht. Tschüss, schönen Tag euch. Geil.